Willkommen zurück, Leute, hier bei dem wunderschönen Early Access Game Ark. Ein mega krasses Spiel für die Leute, die das in der letzten Folge schon gesehen haben. Ja, es ist einfach phänomenal, grafisch einfach wirklich geil, wirklich, wirklich geil. Man kann viel machen und was das Crafting angeht, ist einfach übertrieben. Ich meine, wir haben noch nicht ansatzweise alles gelernt. Wenn wir jetzt mal hier vorne reinschauen, was es hier noch alles zu tun gibt. Es ist wirklich so viel in dieses Spiel reingepackt. Es ist voll mit geilen Sachen, wenn ich das hier vorne schon sehe. Wahrscheinlich so ein mega Minigun, Alter. Ist das heavy, einfach nur krass. Man kann hier Tiere mounten wie in WoW. Mega geil gelöst, mega geil gemacht, dass man hier nicht... Ja, also ich finde es einfach... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einfach bombastisch. Und mein Bruder macht hier gerade eine kleine Pause, nicht wundern. Und ich zock das Ding einfach weiter durch. Und ja, wir bauen gerade ein Haus. Das muss ja auch sein, weil wir festgestellt haben, nachdem mein Bruder hier ein paar Mal gestorben ist, ich hatte das Vergnügen, erst einmal zu Anfang gewollt. Ja, es ist schwer, sich zu finden. Und deswegen wollen wir jetzt eine Lösung finden. Und das wäre... Oh, ach so, okay, damit baue ich. Das wäre halt tatsächlich, dass wir einen Spawnpunkt haben, wo wir uns auf jeden Fall zu 100% immer wieder treffen. Ich glaube, ich würde lieber diesen hohen Absatz, den würde ich lieber behalten. Cool vor allen Dingen, dass man sich das unten auf die Null reingezogen hat, die Foundation. Jetzt haben wir halt aktuell keine mehr. Wenn man es anklickt, wird automatisch gebaut. Finde ich mega geil. So, seht ihr jetzt unten, wir haben Null. Jetzt drücke ich einmal und dann wird es direkt gebaut. Geil, einfach nur geil. So, natürlich wird weiter getrunken. Das ist eine betrunkenen Folge hier. Alles, was geil ist, alles, was Spaß macht, was uns erschreckt oder sonstiges, da wird getrunken. Aber aktuell hält sich's noch in Grenzen. So, die Foundations, das haben wir jetzt. Brauche ich die Wände wären ganz cool. Wände, was? Fiber brauchen die, okay. Fiber. Ich hatte Steine eben ganz viele weggeschmissen. Ich muss mal gucken, mein Inventory war zu voll. Das ist echt kacke. Weil die Sachen wiegen natürlich auch krass. Ich brauche diesen Scheißhut eigentlich gar nicht, ne? Drop Item. Ach, dann liegen die hier vorne. Ist auch kacke. Steine, Kohle, Hose. Warum brauche ich nur eine zweite Hose? Na gut, falls meine mal kaputt geht, können wir immer noch welche machen. Das schmeiße ich gleich mal meinem Bruder hin. Drop Item. Wasser. Ich weiß gar nicht, wie ich das vollfülle. Ich habe eine Menge Holz bei mir. Ich hoffe. Steht hier irgendwo, wie viel ich noch tragen kann? Keine Ahnung. Wir werden es einfach ausprobieren. Wir brauchen Fiber. Nee, weg. Ah, sehr schön, sehr schön. Bauen wir uns mal schön die Hütte fertig hier, dass wir mal ein bisschen safe sind, weil wir möchten natürlich, wir sind nicht so die Spieler, die ewig auf einem Punkt in dem Sinne hocken und einen auf ruhigen machen. Davon gibt es genug Let's Player. Wir möchten wirklich hier die Türme besuchen. Das ist halt das Ding, vor allen Dingen, dort sollen viele Gegner sein in dem Sinne, also viele, viele Dinosaurier. Aber es soll wohl dort eventuell Loot spawnen. Hey, süßer, na, hast du gerade gepfiffen? Hallo. Oh, ich verdurste gerade, merke ich. Und du kackst erstmal. Ich liebe es. Erst pfeifen, dann furzen. Einfach geil. Hey, wollen wir das so... Das ist eine gute Sache. Ich meine, hier sind auch andere Spieler auf diesem Server. Bis jetzt haben wir noch keine gesehen. Bin ich ganz froh drüber. Wer weiß, wie die Leute gesinnt sind. Aber wir könnten das doch so als Parole, weißt du? So, wenn es nachts ist und wir schleichen uns so nach Hause, dass ich dann nicht denke, du bist ein Feind, sondern dann pfeifst du halt dreimal und furzt. Ja, wenn ich gerade nicht furzen kann, weil das gerade automatisch gemacht hat. Ach so, ja, dann weiß ich es auch nicht. Eigentlich spielen wir eh immer zusammen, dann kann ich sagen, ich komm. Nee, das wäre langweilig. Ich finde eigentlich viel, viel cooler. Und das müsste doch eigentlich jetzt schon wieder gehen, oder? Ach nee, scheiße. Ach ja. Nee, scheiße, kann ich nicht. Warum sammle ich nur Steine auf? Steine. Auf einmal finde ich Steine an Massen, ne? Und ich kann mich gleich schon wieder nicht bewegen. Was ich aber kaum finde, ist Fiber. Das ist echt... Oh, du darfst nicht einfach Sachen auf den Boden legen. Warum nicht? Die verschwinden nach einer Zeit. Ach so, das wusste ich nicht. Ich habe dir die Dings reingepackt. Ja, dieses Hide. Ich habe mir das gerade genommen. Das hatte noch 3 Sekunden. Echt?
Ja, das ist... Jalla, tschüss, wie geil ist das denn? Finde ich aber cool, dass sie die Sachen weghauen nach einer Zeit, also... Ja, finde ich schon sinnvoll. Scheiße, die auch nicht ewig. Ja, so ist es, so ist es. So, ich muss Dodos finden. Ich muss erstmal was trinken. Nee, momentan brauche ich unbedingt Hatch, damit ich Wände bauen kann. Fiber. Also wenn du Fiber hast, irgendwie ein bisschen was, würde ich mich wahnsinnig freuen. Fiber sammle ich die ganze Zeit für unsere Rüstung. Ach so, okay. Da muss jeder für sich arbeiten. Kannst du schon denn irgendwie eine Box bauen oder so? Weil ich müsste dringend Items loswerden, dadurch, dass ich so viel sammle. Die Box, die Box. Ja, weil die war wirklich wichtig, fünf, dass wir... Punkte habe ich frei. Die ist die, ja, ich brauche 6 Punkte für die. Ich bin am Anfang des Levels. Ja, ist echt scheiße. Ja, weil das ist aktuell wirklich so ein Problem, dass ich kaum Wovon Platz hast habe. Viel? Welche Seite lasse ich offen? Man lootet Sachen. Ich habe einen Punkt hier, ich kann unendlich Steine looten. Was glaubst du, wie doof sind die Dinos? Sollen wir die Seite, wo man springen muss, offen lassen, Bro? Ich meine, das ist natürlich irgendwie andererseits total behindert. Ach, du meinst, die können das Haus eh angreifen, ne? Ja. Das heißt, die zerstören das, oder wie? Ja, richtig. Dann ist es ja eigentlich egal, ne? Ich dachte nur, bevor die sich so reinbacken, vielleicht bleiben die, wenn sie da sind, nicht springen können oder so, bleiben die vielleicht dran hängen, so dachte ich. Vielleicht, wer weiß. Sieht schon verdammt cool aus, muss ich wirklich sagen. Also grafisch ist das Spiel schon echt einfach der Hammer. Hm. Ach ja, jetzt esse ich mal ein paar Beeren hier. Ich muss mal das Inventar loswerden irgendwie. Ich habe einfach das Inventar, werde ich wahrscheinlich nie loswerden. Ich glaube, das begleitet mich wahrscheinlich durch das ganze Spiel, aber... Ja, gut, dass ich das gesagt habe. So. Ich will das zumindest hier unten mal leer kriegen, diese kleine Inventarleiste. Das nervt mich nämlich irgendwie total. Aber wohin ziehe ich die Sachen? Ach, cool. Ich muss wirklich sagen, die haben schon an verdammt viel gedacht bei diesem Spiel, ne? Finde ich schon wahnsinnig geil. Finde ich wirklich wahnsinnig geil. So, was habe ich immer dabei? Lederhosen habe ich schon an. Das ist das Wichtigste überhaupt, Lederhosen. Und dann, wir müssen dringend so ein Viech finden. Bro? Ja? Bei mir ist gerade alles schwarz geworden und ich habe Sterne. Dann ist es jetzt doch... Oh nein, dunkel. Ah! Ist es dunkel? Oh nein, es ist Nacht. Nein, Bro, es ist nicht schon Nacht geworden. Ich glaube, wir sind bewusstlos und schlafen oder so. Ja, wenn du es da unten rechts hast, ja, dann schläfst du, aber... Ah. Kann ich schlagartig Nacht werden. Also die Zeit läuft ab. Ich denke mal, ich wach gleich wieder auf. Ja, ich bin wieder aufgewacht. Nacht geworden. Ja, es ist trotzdem Nacht. Ach, das ist so eine Art Ladezeit? Na, das ist ein... Du bist übermüdet, kippst um und pennt. Nee, das glaube ich nicht. Dann wird's ja nicht einfach Nacht. Das wird ja bei allen Nacht. Also denke ich mal, dass das so eine Art Ladezeit ist, um diese Lags, die es bei The Forest zum Beispiel gibt, zwischen dem Tag- und Nachtwechsel. Nein. Das passiert ja auch am Tage. Das ist mir doch vor dem Feuer passiert. Ja, das stimmt. Ich gucke jetzt mal, ob meine Flasche auch voll ist, ob ich da was trinken kann. Apropos vor dem Feuer, wo ist unser Feuer? Bro, haben wir müssen das eventuell Feuer zugebaut? Ja. Ja, eine gute Frage. Da ist unser Feuer, hier. Spoiled Meat? Was ist das? Vergammelt. Das wird aber auch echt schnell schlecht, wa? Also hier muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Die Frage ist, ob das, wenn das in Kisten ist, ob das immer noch so ist. Natürlich essen immer. Da muss man immer frisch essen, ne? Ich bin Level Up! Ey, ich kann das Bett bauen. Das Bett doch nicht. Das Bett haben wir doch. Das kann ich bauen. Das ja, aber du hast noch nicht genug Kiste. Punkte, aber ich hätte es jetzt, damit wir zumindest safe sind. Das Bett hab ich, aber das kannst du nicht bauen. Dafür brauchst du so viel Zeug. Wir müssen die Kiste, kannst du bauen. Das Bett habe ich schon gelernt. Ich habe schon zwei Betten gelernt. Aber das eine braucht 25 Hide
und das andere 40 Hide. Aber die Kisten? Das für 40 Hide, da können wir beide drin fangen. Ich habe die Kiste gelernt. Jetzt habe ich noch 4 Punkte. Was brauchen wir noch? Doorframe, auf jeden Fall. Und als nächstes. Hauptsache, das Level 9er Viech rennt gerade eiskalt, volle Kanne auf mich zu, so total provokant. So, wir müssen was trinken. Wie fülle ich diese Flasche auf? Ins Wasser gehen, glaube ich. Ins Wasser gehen und 8 drücken? Na, einfach nur ins Wasser gehen. Nee, funktioniert nicht. Die Flasche ist doch voll, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist am Feuer tatsächlich wärmer? Natürlich. Die Frage allein schon. Oh, Kopf gegen die Wand. Oh, ich finde was Warmes. Ich brauche Fiber, das ist echt ein Problem. Ich guck mal, ob ich eine Kiste jetzt schon bauen kann. Eine Kiste brauch... Thatch. Hast du Thatches? Hatches. Hast du Thatches, Baby? Thatches. Thatches liegen auf dem Boden. Thatches. Thatches. Ich nenne sie Thatches. Thatches. So, baue ich das gleich ins Haus oder baue ich das draußen? Was? Sag an. Ja. Ins Haus. Natürlich ins Haus. Die Frage ist, wo? Hier ist unser Eingangsbereich, dann sind die Betten vorne am Meer. Und dann baue ich den hier. Ich hoffe, das geht so klar. Kiste öffnen und dann kann ich da nämlich erstmal die Kohle reinlegen, weil die summiert sich mittlerweile auch. So, die Kohle ist drinne. Den Sattel behalte ich mal, da das ein besonderer Gegenstand ist. Den kriegt man nicht so simpel. Das hier droppe ich einfach mal, auch wenn es hier dumm rumliegt, aber das despawnt ja. Die Steine wiegen extrem viel. Die ziehe ich hier auf jeden Fall mal rein. Die Steine können wir drin sammeln. Alles, was extrem schwer, sammeln wir nur, ja? Na, klar. Und Holz, das kann man sich dann immer noch rausnehmen. Alles andere ist leicht und kann man durchaus mitschleppen. Nur das Problem ist natürlich, wenn wir nachher zu schwer werden, können wir nicht mehr laufen. Und wenn wir nicht mehr laufen können und so ein scheiß Dino kommt, dann sind wir am Arsch. Und sobald es Tag wird, gehe ich auf die Jagd nach Fiber, weil wir brauchen unbedingt Fiber. Sonst sind wir am Arsch, so könnte man sagen. Oh, fast ins Feuer gefallen. Also ich muss sagen, das, was ich bis jetzt über dieses Game gehört habe, ne? Ah, mit von wegen, na, das wird nur à la Gronken Let's Test oder insgesamt wäre das Spiel total hardcore-laggy und unspielbar und 10 Frames. Gut, ich habe jetzt hier aktuell so 20 Frames, aber ich bin recht zufrieden, also es läuft flüssig bei mir. Und du, Bro, was machst du so? Och, ich warte, dass wieder Tag wird. Wenn Tag wird, werde ich loslaufen. Mich aber entfahren. Du müsstest doch eigentlich mega schnell sein mit deinen Waden. Ja, bin ich auch. Ich habe schon überlegt, ob ich hier oben auf so einen Berg kletter und mich einfach runterrolle. Na, dir sollte nichts passieren. Eigentlich nicht, oder? Ich bin fett genug, um geschützt zu sein und fett genug, um mega schnell zu werden. So, ich will unbedingt... Wie schnell erfriere ich denn? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich schnell geht. Kriegt das irgendwo mit? Ich muss irgendwie was sammeln. Ich muss sammeln. Ich hab Metall. Steine, scheißegal, ich sammle einfach. Fiber, sehr schön. Tintobären, alles. Holz. Das brauchen wir für Kisten. Holz haben wir aktuell. Wir brauchen unbedingt ein Bett, also wir müssen uns ein Bett machen, das ist das Allerwichtigste, dass wenn wir jetzt sterben bei den ganzen Looten, wir direkt überhaupt dieses Haus nutzen können, wofür es da ist. Ja, bist du gerade hier im Wasser? Nein.
Ja, welches Schiff macht hier so einen Lärm im Wasser? Digga, wie laut war das denn, Alter? So, Kisten kann ich auf jeden Fall gleich genug bringen, hoffe ich. Ich hoffe, dass die Bäume hier nachwachsen. Also das wäre eine mega coole Sache. Okay, die ist jetzt zerbrochen. Okay, ich habe erstmal geschissen. Und ich habe Metall. Sehr schön. Was mich noch interessieren würde, ist, dass ich vergessen habe, was mich interessieren würde. Gut. Sehr gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ich hoffe, du vergisst das Trinken nicht. Kann man die auch reparieren, die Waffen? Ich weiß das nicht. Ja. Wie? Inventory auf die Waffe klicken und dann unten links, relativ unten links steht da Repair Item. Da muss ich das wie? Wahrscheinlich hier keine wieder reinziehen. Gemacht habe ich selbst so noch nicht. Ich habe es gerade gemacht. Also es funktioniert super und ich muss wirklich sagen, das ist das geilste Spiel, was ich bis jetzt in die Richtung gespielt habe. Es gibt so viele Zombie-Spiele und der momentan, also das ist halt so ein Run gewesen. Jeder hat versucht, sich in Zombie-Spielen zu überschlagen und wir wissen ja, wie das geendet ist mit DayZ. Ja, die Zombies rennen durch Häuser und alles total buggy und scheiße. Und so haben viele Spiele gefolgt mit 7 Days to Die, auch total das Müllspiel. Du bist ja auch gar nicht laut da vorne, ne? Ganz schön, ne? Mr. Stampfviech. So. Auf jeden Fall bin ich nicht so zufrieden gewesen mit den Games. Hab vieles in die Richtung ausprobiert und jetzt ist der neue Hype halt Dinosaurier-Spiele. Es überschlägt sich auch wieder en masse, aber ich muss sagen, hiermit hat man schon Gutes gefunden. Also das hat auf jeden Fall extremes Ausbaupotenzial und das ist etwas, was ich auch sehen möchte, ne? Dass ein Spiel schon gut startet. Das tut es, abgesehen von den Lags vielleicht auf vielen Systemen, aber das ist halt nur noch so eine Performance-Sache. Ne? Ich meine, das ist halt schwer, das wirklich für jeden Computer gerecht zu machen. Das dauert ein bisschen, aber es ist einfach krass, was sie sich hier leisten, also das muss ich wirklich sagen. Also, ist, abgesehen, wenn es ohne Performance wäre, wäre das eigentlich schon fast eine Beta. Also das finde ich auch, finde ich auch, ja. Also, Alphas, ne? Also ich würde das dann schon fast als Beta bezeichnen. Ja, sehe ich genauso, man kann wirklich viel machen. Das ist halt echt cool. Echt ohne Witz. Ich mag das nur nicht, dass mich das Viech so anschreit. Ne? Ich bin total sensibel. Ich hasse sowas. Ich denke, du bist ein Artgenosse. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich gerade das Holz hingepackt habe. Hier ist zum Beispiel keine Holz. Keine Ahnung, das Holz habe ich jetzt irgendwo. Ich kann zumindest craften. Ich mache nochmal eine Kiste. Und ich mache nochmal eine Wand. Auf Fischejagd gehe ich jetzt speziell noch nicht. Wäre zwar auch was zu essen, aber ich habe aktuell noch das Gefühl, im Meer könnte einiges lauern, was auf meinem fetten Körper steht. Und deswegen halte ich mich lieber von Wasser fern. Das Geile ist natürlich, ich schwimme oben und kann extrem lange dadurch schwimmen. Aber mir ist das alles ein bisschen zu unsicher, ich weiß nicht. So. Hier haben wir eine Wand. Hier haben wir eine Wand. Und hier bauen wir gleich noch eine Kiste hin. Das gleiche wie drüben. So, stehst du gerade vor mir? Theoretisch nein. Feuer, bitte. Oh lol, ich kann das drehen. Wenn man einmal Linkstaste drückt bei den Kisten, dann kann man die auswählen. Bist du jetzt bei mir? Nö. Ich will dir Sachen droppen. So, geht gleich los, ja, warte. Okay, ich komm zu dir im Moment. Ich bin bei dir und der Raptor ist mit dir. So, was denn? Das Spiel reagiert schon. Oh, danke dir, Mann. Damit der nicht so kalt ist. Ja, Mann, an den Händen kriege ich nämlich die ganze Zeit schon. Ich kann kaum arbeiten, deswegen. Ja, aber ich kann jetzt in der Nacht zum Beispiel auch ohne Feuer hier rumrennen.
Also ich weiß nicht, ohne Scheiß, ich sehe jetzt nicht zwangsweise besser aus, ne? Also die Hose ist nicht geschaffen für meinen Arsch und auch nicht für meinen Bauch. Also. Ich wollte gerade sagen, es war schwer, so viel Stoff zusammenzukriegen dafür. Eigentlich möchte Teufel das doppelt zurückhaben. Also das Ding ist, ich habe eigentlich genug. Ich weiß gar nicht, warum du mir jetzt die Oberkleidung und die Hose gegeben hast, weil die habe ich. So, ja, hast du dir die selbst gemacht, oder was? Ach, gelegentlich kann das sein, dass das mir passiert ist. Aber ich habe doch gesagt, du brauchst keine Klamotten lernen, ich mach dir das. Ja, gelegentlich habe ich doch einfach deine Klamotten aufgenommen. Erinnerst du dich, als du gestorben bist? Ach ja. So, ja, habe ich dir jetzt zumindest Schuhe und einen Kopf gegeben. So ist es. Wie weit bist du mit dem Bett? Ich kann keine Tiere töten, das ist das Einzige, was fehlt. Warum kannst du... Was fehlt noch? Ich habe 11 Hide. Und ich brauche 40. Wir müssen Tiere töten. Wie viel habe ich? Moment mal. Linke Kiste. Linke Kiste... Hatte ich das nicht eben auch? Hide? Sag mal, wo ist denn das hin? Ah, ich habe mir eine Getränkeflasche gemacht, jetzt ist es weg. Das okay, ist doch, wir müssen... Das, was du auf den Boden geworfen hast. Stimmt. Mann! Ja. Ich bin vergesslich! Und die Schuhe haben mich auch Hide gekostet und die Hände auch, die du hast. Ja, unnötig. Aber zumindest frieren wir jetzt nicht mehr, also schon gut. Ja, wir brauchen eh auch Fleisch, also wir müssen eh. Wir gehen nachher töten, also das ist schon richtig. Also pack erstmal bitte in die Kisten, jeweils wie es schon verteilt ist, zusätzlich Sachen dazu. Das wäre jetzt die Kiste für schwer. Accept. Das ist die Kiste schwer. Steht da auch jetzt? Schwer sehe ich gerade. Brauchst nur einmal E drücken, ne? Man hat zwei verschiedene Varianten, da habe ich gesehen. Aber ich möchte unbedingt so ein Reittier haben, ne? Ich habe da mega Bock drauf. Ich habe auch eine Zeit lang WoW gezockt. Und so ein Reittier, das tönt mich irgendwie schon an. Ich bin Weg, du Qualle. Mach mich nicht immer. Ja, dann sei nicht so. Wo darf ich jetzt die Weiber reinstecken? Weiber. Also alles, was leicht ist. Oh, warte mal, ich guck mal ganz kurz, was das Fliegeviech für ein Level hat. 17! Okay, ich bin wieder weg. Vielleicht stopfen wir jetzt das Hide hier rein. Hide ist doch leicht. Warum Hide kommt doch dann auf die linke Seite? Genauso wie Flint. Warum du das überhaupt so Dings hier? Flint, ja, weil das simpel ist, weil das simpel ist. Schwer kommt da rein, also Metalle und alles, was viel wiegt. Alles, was wenig wiegt, drüben ist, kann man sich halt simpel merken, weil du ins Inventar gehst und halt siehst, was schwer und was leicht ist. Ist egal. Dann ist sortieren jetzt diesmal dein Part. Bei Creativers war ich es immer. Naja, schwer und leicht ist doch nicht allzu schwer zu merken. Das Fliegeflicht backt hier ein bisschen, na, jetzt nicht mehr. So, das wunderschöne Schild, das möchte ich jetzt mal kurz aufstellen. 3. Welche Level? Oh nein, oh, ich hab's falsch mal aufgestellt, ne? Ich bin behindert, ne? Egal. Demolish! Nee, dann ist es vielleicht weg komplett, das will ich nicht. Oh, wer macht denn hier so einen Lärm, Alter? Musst du so laut sein, wenn du rausgehst? Du hässliche Schildkröte! Mein Gott, ey! Dann mach ich's halt so, guck mal. Was sagst du dazu? Es war in die falsche Richtung aufgestellt, aber hat jetzt zumindest auch einen Sinn. Ich sehe gar nicht, was draufsteht. Ich sehe gar nicht, was draufsteht. Da steht Don't Die drauf. Kann ich nicht sehen. Warum nicht? Zu dunkel. Sonne scheint. Es ist immer noch zu dunkel, Leute. Ja, die Sonne scheint von der anderen Seite. Also du solltest wirklich mal versuchen, ob du das Spiel nicht tatsächlich auch ohne diesen komischen Trick gut spielen kannst. Lass jetzt mal hier langlaufen, wir müssen den Kicker killen. Wenn du soweit alles da in Klamotten an hast, was ich dir gegeben habe... Ja, dann möchte ich wirklich nur noch mehr in Kisten packen, warte. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ein Speer, wie viel Schaden macht der?
100%, aber die zerbrechen andauernd. Gut, dann brauche ich das nicht. Dann packe ich hier erstmal die Hatchet rein. Noch mehr Hatchet. Davon habe ich nämlich mega viel. Fiber. Flint. Wood kommt drüben rein. Und das andere behalte ich, glaube ich, ne? Den AK Founder, bla bla bla. Ich glaube, den behält man ja. Gut, dann noch der Getränkebeutel. Weil trinken kann ich, glaube ich, einmal so. Der ist mir zu... So, ich gehe noch kurz einmal trinken. Okay, ich denke... Dann lass uns. Wo bist du? Ich bin lange weg. In welche Richtung? Roter Tower. Roter Tower ist für dich rechts rum von unserem Haus links oder links rum? Links. Bin auf dem Weg. Halt zum roten Tower hin. Sieht man ja, dass der rot ist. Über am Wasser lang oder wo? Quer durch. Ja, dann finde ich dich doch nicht. Dann warte doch mal bitte. Nein, so weit bin ich gar nicht weg. Ich bin auf der anderen Seite des Hügels, klein hier. Oh, da ist so ein Trike. Lass mal gucken, wie viel... Bist du hier bei diesem Trike? Level 11 schaffen wir nicht, wir haben den 9er eben schon nicht geschafft, Bro. Ich weiß. Wo bist du? Hinter dir. Oh, warte mal, ich glaube, ich hatte noch ein Level, oder? Ich hab geschissen. Du guckst ins Level und kackst dir erstmal in die Hose, das ist unfassbar. Welches Level hat der hier? Ist noch so ein Viech. Level 3! Normal, der gehört uns, Bro, komm. Steht der Mate-Dings hinter? Nein. Schildkröte? Können wir? Oh, die ist Level 16, Digga. Wo? Nein, die Schildkröte, scheiß mir drauf, den hier. Okay, 3, 2, 1, 4. Pass auf, dass du dich im Kreis drehst. Oh, Achtung, die Schildkröte! Achtung, die Schildkröte! Okay. Wollen wir das erst zurückbringen oder die Gefahr hingehen, dass wir sterben? Weitermachen. Ich habe jetzt 15 Hide. Wir brauchen noch mehr. Komm, 10 habe ich da drin. Das heißt, ja, willst du das erst zurückbringen oder willst du die Gefahr haben, dass du stirbst und alles ist weg? Ach Quatsch, wir machen weiter. Komm. Wenn wir einen Raptor unterwegs sehen, dann sind wir tot. Dann ist es weg, ne? Weißt du. Nein, wir rennen einfach beim Raptor. Lass mal weiter nach links gehen erstmal statt rechts. Rechts sind eher Raptoren, links sind noch ein paar Fliegeviecher und so. Kommst du? Ich bin da vor dir. Was hat er für ein Level? Raptor, kleiner Raptor. Okay, wollen wir den nehmen? Ja, den schaffen wir. Ich weiß nicht, was für ein Level das ist, ey. Ich hole ihn mir. Einfach hin, wenn wir zuerst angreifen, sind wir besser Level 9. Oh, Achtung, wir dürfen uns nicht gegenseitig hauen. Ich glaube, wir hauen uns gegenseitig, Bro. Nein, nein, nein. Nice, lass mich ihn wieder zacken. 8 Heil habe ich bekommen. Okay, hier vorne ist so ein langes Ding. Guck mal, wie viel Leben du hast. Ich hab noch den oberen Strich. Level 11er. Level 9er. Was hatten wir eben gekillt? Level 9 war der Kämpfer, aber die. Da vorne ist noch so ein anderes Viech. Komm mal mit. Die sind Pflanzenfresser. Diese Pflanzenfresser-Raptor-mäßigen Dinger. 2 Stück, okay. Können wir rüberschwimmen oder nicht? Egal. Was für ein Level hat denn das? Eh, oh, hier ist ein Fisch. Level 26, Digga. Bro. Ich hab grad einen Fisch einfach mal zeigen. Bro, der hat Level 26. Ja, den schaffen wir nicht, aber den Dodo daneben. Ja, den mach ich alleine. Bro, wir hauen uns nur. Ich hab nicht mal mehr gehauen. Wo bist du? 26. Da willst du ihn heiden? Komm, nein, warte. Hier ist ein Level 2 Trike, der große. Und ein Dodo und das andere Viech ist auch Level 2. Hier können wir richtig absahen. Der ist Level 4, schaffen wir auch. Hier können wir alle Viecher töten, Bro. Fangen wir mit den großen hier an. Oh fuck, vorne niemals vor ihm stehen. Au! Mach du, ich bewege ihn.
Er greift mich an. Ich bin gleich tot, ich muss weg. Ich bin tot, fuck. Hä? Ja, lauf. Ich bin tot, ich brauch nicht laufen. Du musst meine Leichenteile mitnehmen. Ich kann auch nicht laufen und er ist hinter mir. Ja, das war zu eng. Wir hätten warten müssen, dass er irgendwo ein bisschen woanders hingeht. Nee, das Problem war, der Zweite hat auch angegriffen. Ja, das habe ich gesehen, weil wir die gehittet haben. Das ist irgendwie ganz seltsam. Tja, Leute, wie soll das mit dem Tod so sein? Hier vorne rennt ein kleiner Raptor und ich habe natürlich nichts in der Hand. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich gehe erstmal hier vorne hin, weg von ihm. Wir müssen gleich erstmal schauen, wo wir sind. Also erstmal würde ich vorübergehend sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Also bis gleich!